Drei Dinge, die du im Jurastudium genauso brauchst wie später im Anwaltsberuf in diesem Video. Hallo, mein Name ist Dominik, ich bin Rechtsanwalt und in diesem Video will ich dir mal drei Parallelen aufzeigen, will euch drei Dinge zeigen, die sich nicht verändern. Vom Studium bis zum späteren Job als Anwältin oder Anwalt, da ändert sich nichts. Und der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, wirklich der wichtigste Punkt ist, wenn du es nicht schaffst, Jura verständlich zu machen, dann wirst du weder im Studium den Korrektor überzeugen, noch wirst du später im Job die Mandanten davon überzeugen, dass sie dich beauftragen sollten. Ja, das ist ja das Ziel am Ende als Anwältin oder als Anwalt, dass der Mandant dir Geld dafür gibt, dass du ihn vertrittst. Und wenn du Jura nicht verständlich machen kannst, dann wird das nicht funktionieren. Warum gilt das schon im Studium so? Warum geht es darum, den Korrektor zu überzeugen? Ja, genau darum geht es. Es geht nicht darum, eine Klausur zu schreiben, sondern es geht darum, den Korrektor davon zu überzeugen, dass man davon, wovon man gerade irgendwie in der Klausur berichtet, gerade schreibt, dass man davon wirklich Ahnung hat, dass man den Fall, den es zu lösen galt, dass man den genau so gelöst hat, dass der Korrektor sieht, jawohl, da hat jemand Ahnung. Und das ist oft eine Riesendiskrepanz, ein Riesenunterschied, ob man einfach nur Jura liest, sich damit beschäftigt oder ob man es tatsächlich so verstanden hat, einzelne Probleme oder den Fall, dass du tatsächlich auch mit jemandem drüber sprechen kannst, zum Beispiel Kommilitonen in deiner Lerngruppe, deinem Freund, deiner Freundin, vielleicht auch sogar mal mit Nichtjuristen und die plötzlich verstehen, jetzt weiß ich, um was es geht. Am Ende geht es immer darum, dass du erklären kannst, worum geht's. Vielleicht auch mit einfachen Worten, mit einfacher Sprache. Es gibt so ein Sprichwort, je komplizierter jemand spricht, desto eher will man sich auch abgrenzen vielleicht von den Normalos. Aber wenn ihr mal darauf achtet, Leute, die wirklich verstanden haben, um was es geht, die schaffen es meistens, ohne viel Worte und ohne komplizierte Fachbegriffe zum Punkt zu kommen und eine Sache zu beschreiben. Und das solltest auch du, das solltet ihr üben. Wenn ihr euch mit Jura beschäftigt, versucht immer die Dinge euch selbst und anderen, die, wie gesagt, sich mit Jura beschäftigen oder auch nicht, die Dinge so zu erklären, dass man sie versteht. Und dann werdet ihr auf einmal merken, es gibt eine Verbindung. Es gibt sie tatsächlich. Die Verbindung zwischen Jura, das manchmal so ein bisschen abgespaced und irgendwie irre wirkt, und dem echten Leben. Und genau das Gleiche ist es später im Job als Anwalt. Das ist die Verbindung aus Jura und dem echten Leben. Jura ist ein Paralleluniversum, eine Parallelwelt. Und wenn du es nicht schaffst, diese Verknüpfung hinzubekommen, und darum geht es, der Jurist nennt das Subsumption, ja, wie passt irgendwie ein echter Lebenssachverhalt auf eine oder unter eine juristische Norm? Und das in leichten Worten erklären zu können, das ist die Kunst. Versuch also, Jura verständlich zu machen. Der zweite Punkt, der völlig gleich ist, und zwar völlig egal, ob du im Studium bist oder ob du später zwei Examina in der Tasche hast und es um den Job geht. Das ist, du musst bereit sein, hart und fokussiert zu arbeiten. Ohne geht es leider nicht. Es gibt Studien, da geht das viel, viel einfacher. Ich nenne jetzt keine Beispiele, sonst geht es wieder mit dem Bashing los in den Kommentaren. Es gibt mit Sicherheit Dinge, Studien oder auch Ausbildungsmöglichkeiten, die deutlich einfacher sind und deutlich weniger stressfrei und deutlich entspannter als das Jurastudium. Aber am Ende wird es keinen Unterschied machen, ob du erfolgreicher Jurist bist oder erfolgreich in irgendeinem anderen Bereich, als Unternehmer, als Arzt, was auch immer. Du musst bereit sein, hart und fokussiert zu arbeiten. Und bei Jura fängt das vielleicht schon ein bisschen früher an. Und bei Jura muss man sich wohl auch im Studium schon ein Stück mehr zusammenreißen als alle anderen, würde ich mal behaupten. Aber wenn du später mal auch im Job erfolgreich sein willst, und ich rede jetzt nicht davon, dass du irgendwie Anwältin oder Anwalt wirst, der so von 10 bis 16 Uhr so ein paar Fälle löst, sondern ich unterstelle jetzt mal, du willst als Anwalt erfolgreich sein, in der Großkanzlei oder in der kleinen Kanzlei oder in der mittelständischen Kanzlei. Das ist völlig egal. Aber wenn du was reißen willst, dann wirst du um das harte und fokussierte Arbeiten nicht herumkommen. Und wer denkt, ich brauche ja nur gute Noten, dann komme ich ja in die Großkanzlei, dann verdiene ich ja über 100.000, dann werde ich nach 4 Jahren Partner, dann bin ich Einkommensmillionär und dann ist die Sache geritzt. Das ist leider etwas sehr verkürzt. Ich kann dir sagen, als Partner geht es erst los. Als Partner geht es erst los. Da hast du mit ganz anderem Druck zu kämpfen, da hast du ganz andere Dinge zu leisten, da hast du mit ganz anderen Umsatzzahlen zu jonglieren. Und auch die 100.000, 120, 140, 160.000 Euro, die manche Großkanzleien im ersten Jahr bezahlen, die gibt es nicht einfach so umsonst, sondern dafür wird natürlich von dir erwartet, dass du hart und fokussiert arbeitest. Das heißt, du musst
wissen, wie du deinen Tag einteilst. Du musst wissen, wie du das Maximum aus deinem Tag herausholst. Ja? Und das macht keinen Unterschied, ob du es im Studio machst oder im Job. Wenn du später in der Großkanzlei, in deinem Glasbüro sitzt, dann kriegst du deine Kohle nicht dafür, dass du da sitzt und irgendwie im Internet surfst oder, keine Ahnung, irgendwie durch die Gegend daddelst oder Kaffee trinkst, sondern wird natürlich von dir erwartet, dass du hart und fokussiert arbeitest und man das dann auch dem Mandanten am Ende in Rechnung stellen kann. Also wenn du vielleicht auch erhoffst, dass es später weniger wird oder einfacher wird, das ist nicht der Fall. Und selbst, ist auch keine Spezialgeschichte beim Anwaltsjob, natürlich auch beim Staat und auch bei Gericht, muss man teilweise sehr, sehr hart arbeiten. Ich kenne Staatsanwältinnen, die sind bis unters Dach eingedeckt mit Akten und die sind von einer 40-Stunden-Woche auch weit entfernt bei Vollzeit. Also, wenn du nicht bereit bist, hart und wirklich fokussiert zu arbeiten, dann wirst du es nicht so weit schaffen, wie du dir es vielleicht selber, ja, wie es dein eigenes Ziel ist. Ja? Wenn du sagst, ich will nur irgendwie durchrutschen, da gibt es den Spruch eines bekannten Repetitors, wer auf 4 Punkte lernt, der landet schnell bei 3. Du musst, wenn dann schon, musst du schon irgendwie das Feuer haben zu sagen, ja, ich gebe jetzt richtig Gas. Und da sind wir auch schon beim dritten Punkt. Ja? Hartes und fokussiertes Arbeiten, das gelingt dann am einfachsten und am besten, wenn du wirklich Spaß hast bei dem, was du machst. Ja? Und das meine ich genauso. Ich sage nicht, dass Jura mir immer Spaß gemacht hat. Im Gegenteil, ja, da gab es Wochen und wahrscheinlich sogar Monate, wo ich dachte, was hast du? Warum machst du das eigentlich alles? Warum nimmst du diese Noten hin? Warum irgendwie nimmst du, du bewegst dich hier in einer Welt, wo du permanent eigentlich das Gefühl hast und den Gedanken nicht los wirst, dass du irgendwie für das Ganze nicht gemacht bist, dass du irgendwie zu doof bist, dass du irgendwie kämpfen musst, während es anderen zufliegt. Aber trotzdem war mir immer klar, nein, das juristische Arbeit an sich, das macht mir Spaß und es hat mir noch viel, viel mehr Spaß gemacht, als ich im Referendariat gemerkt habe, dass ich andere Leute damit weiterbringen kann, dass ich den Mandanten helfen kann, dass ich mit Mandanten kommunizieren kann, dass es eine praktische Ebene gibt. Und als ich meinen ersten richtigen Job hatte im Konzern, in der Rechtsabteilung, ein MDAX-Konzern, da war ich eigentlich, also erst war ich eingeschüchtert, weil ich dachte so, boah, erster Job und wie wird das alles? Und irgendwie habe ich dann gemerkt, das Daily Business ist gar nicht so juristisch, wie das in der Ausbildung war. Und irgendwann habe ich verstanden, irgendwann war ich erleichtert, weil ich gemerkt habe, nee, wenn du dich mit Jura beschäftigst in so einem Konzern, dann ist Jura nur ein Teil, ein Aspekt, ein Argument aus einer Reihe von Argumenten, die man anführen kann. Entscheidungen werden im Unternehmen nicht nur aufgrund und auf Basis von juristischen, aus juristischen Gründen getroffen, sondern da gibt es politische Entscheidungen, da gibt es wirtschaftliche Entscheidungen, da gibt es Entscheidungen, die keiner nachvollziehen kann. Aber vor allem gilt häufig der Menschenverstand. Und das war sehr, sehr ermutigend. Es gilt einfach das Gesetz des klaren Denkens, der klare Menschenverstand. Und wenn ich einen Anspruch durchsetzen kann, ja, das wäre die juristische Herangehensweise, dann heißt das im echten Leben noch lange nicht, dass ich den auch durchsetzen kann, weil ich es vielleicht aus tatsächlichen Gründen nicht kann, weil mein Gegner pleite ist und ich im Prinzip nur mit einer Insolvenzquote von 5% meiner Forderung rechnen kann oder weil ich es nicht durchsetzen will, weil das ein Vertragspartner ist, mit dem ich auf vielerlei Ebenen zusammenarbeite und den jetzt nicht wegen einer kleinen Sache verklagen möchte oder. Der klare Menschenverstand, der kam vielleicht im Studium ein bisschen kurz, aber ich habe einfach gemerkt, Jura macht mir Spaß und das ist bis heute so. Ich kann mir keinen anderen, keinen besseren Job vorstellen als den ich ausübe als Anwalt. Das ist das, was ich machen will. Und wie gesagt, es gab Durchhänger und es gibt auch heute noch stressige Tage, wo ich mir denke, boah, heute ist aber wirklich, vielleicht wäre es doch irgendwie das Richtige, irgendwie so ein, keine Ahnung, einen Beamtenjob und irgendwie eine laue Kugel zu schieben. Und dann frage ich mich wieder, warum machst du das? Was sind eigentlich deine Ziele? Im Studium war mein Ziel, einfach Anwalt zu werden. Und heute weiß ich, das ist immer noch das, mein Ziel, an dem ich arbeite, ein erfolgreicher Anwalt, noch erfolgreicher, immer besser zu werden, mit Mandanten, die zufrieden sind, die happy sind, dass du sie beraten und betreuen darfst. Das ist das, was mein Antrieb ist, was schon immer mein Ziel war und das verfolge ich. Und wenn du keinen Spaß an der Sache hast, dann wirst du nie die Extrameile gehen. Dann wirst du nie overdelivern, dann wirst du nie mehr als das tun, was du unbedingt tun musst und dann wirst du nie so richtig gut werden. Also hart und fokussiert zu arbeiten fällt viel, viel leichter, wenn du wirklich Freude und Spaß an dem hast, was du tagtäglich tust. Und ich sage nicht, dass jemand Jura studieren will, der es nicht tut.
das sind auch, glaube ich, nicht hier die Jungs und Mädels aus der Community, die diese Videos gucken, aber diejenigen, die mit dem Gedanken spielen und die vielleicht sich überlegen, dass das Jura etwas sein könnte, dass das Spaß macht, dass man sich mal damit beschäftigen sollte, denen kann ich nur mit auf den Weg geben, probiert's aus. Ja? Ich kann euch nicht das Ziel aufoktroyieren, was ihr machen, tun, haben wollt, aber ich kann euch sagen, wenn ihr selber für euch beschlossen, erkannt habt, dass Jura das ist, was euch Freude macht, was euch Spaß macht, dann kann ich nur sagen, dann zieht's durch und macht alles daraus, macht das Beste daraus, was ihr daraus machen könnt. Und wenn ich euch dabei unterstützen kann, dann sehr gerne. Ich freue mich natürlich, wenn ihr bei der Jura Starter Academy mal vorbeischaut. Das ist das Projekt, das ich ins Leben gerufen habe, um noch mehr von der Begeisterung, die ich für den Job und auch für das Studium habe, weiterzugeben, weil ich weiß, dass es bei Jura halt immer auf die Nuss gibt. Deswegen, ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abonnement, falls ihr noch keine Abonnenten seid. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut. Euer Dominik.